Herzlich willkommen, liebe Freunde. Mein Name ist Gunther Krüger. Das ist der Kanal Jivaka World. Und heute ist der 30. Juli 2020. Ich bin in der Zwischenzeit wieder in Deutschland angekommen. Gestern bin ich angekommen, bin die Nacht durchgefahren, wie ich es für gewöhnlich mache. Und immer wenn ich nach Deutschland komme, schalte ich den Radio in dem Auto an und höre mir die Nachrichten an, höre mir die verschiedenen Berichterstattungen an, um zu erfahren, was gerade in Deutschland an Inszenierung los ist. Und gestern, ja, da habe ich gehört, dass die zweite Welle der Inszenierung unter dem Namen Corona schon in vollem Gange ist. Ich bin selbst davon ausgegangen, dass die zweite Welle der Inszenierung ungefähr im September oder im Oktober hochgefahren wird. Dieses Mal, ja, wie oft eigentlich zuvor auch schon, die Ereignisse zeichnen sich schneller ab, als ich das erwartet habe. Denn jetzt haben wir gerade mal, wir kommen in den August und schon geht's los. Das heißt, im Augenblick auf allen Kanälen werden Suggestionen rausgegeben oder Schöpfungsaufträge an die Menschen weitergegeben oder Programmierungen gegeben, wie die nächste Zukunft aussehen wird. Da braucht man nur zuzuhören und dann weiß man automatisch, wie die nächste Zeit sein wird. Ganz einfach deshalb, weil die allermeisten Menschen hier in Deutschland sich all das anhören und dem zu 100% Glauben schenken. Und so entsteht die Realität. Das heißt, die Information, die den Menschen gegeben wird und von ihnen geglaubt wird, ist dann deren Realität. Und da das die meisten Menschen in Deutschland so machen, dass sie die Realitäten anerkennen, die ihnen durch die offiziellen Medien gegeben werden, dann entwickelt sich die Realität in diesem Lande dann eben entsprechend. Selbst wenn man da eine ganz andere Meinung hat, dem keinen Glauben schenkt, dann leben wir ja zusammen hier. Und das bedeutet, dass wir alle davon betroffen sind, von dieser Realität, die sich dann auf der Oberfläche abzeichnet. Wie wird die sein? Okay, was habe ich gehört? Gleich das ab mit deinem eigenen Informationsstand. Was ich gehört habe, ist, dass die Grenzen wieder geschlossen werden, so wie das ja vor einigen Wochen schon war. Ich beispielsweise lebe ja in Polen. Das heißt, davon auszugehen, dass schon bald die Staatsgrenze dorthin wieder geschlossen sein wird. So auch mit den anderen Staaten um Deutschland herum. So, das wird sich dann natürlich auswirken auf die Aktivität, auf meine Aktivität und auf unsere Möglichkeit, uns persönlich zu treffen. Und deshalb möchte ich persönlich keine Zeit verstreichen lassen untätig. Es wird zwei Menschentreffen geben in diesem Monat, und zwar am 14. und am 15. Falls dich das interessiert, kannst du in den Telegram-Kanal schauen und auch in den Chat kommen. Die Links findest du unterhalb dieses Films. Gut, was haben wir noch? Ja, es wird zwei weitere Menschentreffen geben, und zwar am 29. und am 30. August, also relativ zeitnah. Ganz einfach aus dem Grund, weil es wird nicht viel Zeit bleiben, sich zu treffen, dieses Netzwerk zu bauen, sich kennenzulernen, die Verbindung zu machen und ein Wissen zu bekommen, was es dir in dem Fall dann erleichtern wird, aus der allgemeinen Paranoia draußen zu bleiben, das heißt in deiner Kraft zu bleiben, entspannt zu bleiben, und mit dem umgehen zu können, leichter umgehen zu können, was dann in der Folge sich abzeichnen wird.
Und da wird einiges kommen. Ich gehe davon aus, dass die zweite Welle der Inszenierung die erste bei weitem, weitem, weitem übertreffen wird. Und das wurde ja jetzt auch schon angekündigt. So habe ich das gehört. Es wird Maskenzwang geben. Überall. Das heißt auch auf öffentlichen Plätzen. Sobald du vor die Tür gehst, wirst du gezwungen sein, dich an die Vorgaben zu halten. Falls du nicht dazu bereit bist, dann wird es unter Umständen sehr anstrengend werden. Wenn du in Geschäfte gehen willst, Gastronomie oder was auch immer, auch wenn du nur einen Kaffee in einem Café trinken willst, dann wirst du deine persönlichen Daten hinterlassen müssen. Auch das ist angekündigt. Und vieles, vieles weitere. Stell dich darauf mental ein. Wie gesagt, ich brauche dafür kein Prophet zu sein oder so. Ich brauche nur zuzuhören, was im Fernsehen und in den Nachrichten gesagt wird. Denn genauso wird es werden. Nur deshalb, weil es die allermeisten Menschen so glauben, so annehmen und es akzeptieren. Also werden wir alle davon betroffen sein. Gut, was möchte ich sagen? Glaube nichts von all dem, was da erzählt wird. Ich werde dir was sagen zu mir, um dir zu verdeutlichen, dass ich hier nicht nur irgendwie erzähle und selber irgendwie daran nicht glaube oder so. Ich sage, diesen sogenannten Coronavirus, also diesen Virus, der Corona getauft wurde, der existiert seit 1965. Die Behauptung kannst du überprüfen im Netz. Es liegt bei dir. So, das heißt, die allermeisten Menschen auf der Welt sind selbstverständlich Corona-positiv, testbar. Alles, was die Menschheit je erlebt hat an Viren und sonstigen Dingen, ist abgespeichert in den Körpern der Menschen und kann dort nachgewiesen werden, die Antikörper dagegen oder dafür. So ist es dann eben in diesem Fall auch. Das heißt, die allermeisten Menschen sind Corona-positiv. Schon seit 1965 fing das an, ging das los. Also die Menschen sind durchseucht sozusagen. Das mal vorab. Was mich betrifft, ich würde überall hingehen und mich mit jedem Menschen treffen, der Corona-positiv getestet ist. Da hätte ich absolut keine Bedenken. Ja, für mich gibt es keine Gefahr, was diesen Virus betrifft. Ich würde jeden Menschen in den Arm nehmen und ich würde jedem Menschen Mittel in die Hand drücken, die ihm oder ihr dabei helfen können, gesundheitliche Probleme zu überwinden, Probleme des Immunsystems und so weiter, Krankheiten, Symptome. Das ist ohnehin, was ich schon seit vielen Jahren mache. Und gerade in dieser Situation hier auch, da möchte ich auf eine Technik verweisen, die ist in diesem Kanal zu finden. Auch diesen Link werde ich unterhalb des Filmes setzen. Wenn du diese Technik anwendest, kannst du dein Immunsystem hochfahren, dich von allen Belastungen befreien, deinen Körper in einen neutralen pH-Wert versetzen und deine Körperchemie komplett umstellen, willentlich umstellen. Das würde dir zu vollkommener Unabhängigkeit, Freiheit und Gesundheit verhelfen und zu Power. Genau das, was ich verkörpere, was ich zum Ausdruck bringe. Nicht, weil ich so ein toller Typ bin, sondern weil ich weiß, wie es geht, weil ich das Glück hatte, großartige Lehrerinnen und Lehrer zu treffen, diese Mittel bekommen zu haben und sie in meinem Leben anzuwenden. Das kannst du auch, das geht ganz leicht. Corona ist kein Thema. Was ein Thema ist, ist der Virus im Kopf, in den Köpfen, den man auch mit dem Wort Corona bezeichnen kann, der im Augenblick zum völligen Zerfall und zur Zerstörung dessen führt, was wir bislang kannten. Wirtschaft, Wirtschaftssystem ist schon im Eimer, behaupte ich. Es erscheint noch alles normal.
weil die Zahlen auf dem Display das sagen. Es wird Geld gedruckt ohne Ende. Das hat aber alles keine Basis. Das heißt, wir gehen in die sogenannte Hyperinflation rein. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Dann wird es einen Zusammenbruch dessen geben, was die Menschen bislang kennen. Das wird die nächste Stufe sein. Ein totaler Zerfall, ein totaler Implosion, Explosion von allem, was wir bislang so kennen. Ist gut darauf vorbereitet zu sein. Auch dazu hatte ich schon einige Filme gemacht, wie du dich konkret vorbereiten kannst auf diese Zeit und vor allem mental vorbereiten kannst, um nicht, wie die meisten dann wahrscheinlich, in vollkommene Traumatisierung zu glitschen, die zu Handlungsunfähigkeit und natürlich auch zu Krankheit führt. Denn nach solchen einschneidenden Erlebnissen, das war nach jedem Weltkrieg so, nach jeder Wirtschaftskrise, sterben die Menschen in der Folge wie die Fliege an Krebs und sonstigen Erkrankungen. Und das hat was zu tun mit der Traumatisierung, die sich aus so einer totalen, unerwarteten Veränderung ergibt für das Individuum. Darauf kannst du dich vorbereiten, dann kannst du dir das alles sparen, diese Traumatisierung. In diesem Zusammenhang möchte ich auch ein Buch empfehlen, denn ich habe ein Buch geschrieben, was all das beinhaltet, was dir die Mittel erklärt und gibt, die du verwenden kannst, um dich komplett frei zu halten von diesen körperlichen Beeinträchtigungen und auch mentalen Beeinträchtigungen. Das Buch heißt Das Buch der Macht. Das kannst du bei mir bestellen als PDF. Oder du kannst es dir auch im Internet bestellen. Hat eine ISBN-Nummer und so weiter und so fort. Das wird dir auch zu Unabhängigkeit verhelfen. Ansonsten schau dir die anderen Filme auf diesem Kanal an. Mach diese Atemtechnik einmal täglich, so mache ich das auch. Denn das ist ganz wichtig und super einfach. Du musst verstehen, dass jegliche Gemütsverfassung, jegliche mentale Verfassung, jegliche Emotion, die du erlebst, eine chemische Grundlage hat. Wenn du die ganze Zeit mit Horrornachrichten bombardiert wirst, wie sie eben gerade verbreitet werden, hat das eine sofortige Auswirkung auf deine Körperchemie. Und dann wirst du automatisch in Zustände von Angst und Panik, Trauer und Trübheit verfallen in Anspannung und all das. Das kannst du lösen durch eine einfache Technik, die kostet dich am Tag ungefähr 15 Minuten und du wirst frei von all dem sein. Dann wirst du klar sehen können, klar hören können, klar fühlen können. Das kann ich dir nicht abnehmen, das musst du selber tun oder du lässt es. Ist deine Wahl. Lässt du dich fremdbestimmen von der Programmierung, die über das System gegeben wird, oder bestimmst du selbst deinen mentalen Zustand, deinen körperlichen Zustand und schaffst eine freie Grundlage, um mit den Bedingungen in der Welt arbeiten zu können, wie sie sich gerade abzeichnen. Je mehr Menschen sich befreien, desto mehr freie Realität wird entstehen, desto mehr Raum für freie Gesellschaften werden entstehen. Mit jedem Menschen, der sich befreit, ist ein freier, ich hätte fast gesagt Staatsbürger, nein, nicht das, ist ein freier Mensch in einer Gemeinschaft von freien Menschen mehr vorhanden. Je mehr es davon gibt, desto größer wird die Gemeinschaft sein. Irgendwann können wir ein Land machen, ein freies Land, vielleicht eine freie Welt, wie wäre das? Das ist möglich, sag ich. Deswegen arbeite ich so, wie ich arbeite, deswegen mache ich jeden Tag die Filme, deswegen schreibe ich so ein Buch, deswegen mache ich ein Hörbuch, all das. So, das ist meine Motivation. Wenn du willst, kannst du das gerne unterstützen. Alles, was du gibst, wird mir helfen für diese Arbeit, für die Erhaltung dieses Tools hier, dieses Körpers. Kannst du tun, freue ich mich drüber. Steht dir frei. Du entscheidest, wo du deine Energien hingibst, welche Kräfte du stärkst.
im Außen und letztlich in dir selbst. Das war's an dieser Stelle. Ich freue mich auf den 14. und auf den 15. und auf den 29. und auf den 30. Wir werden uns treffen, wir werden uns finden, wir werden uns verstehen und wir werden etwas entwickeln, was uns alle in die Zukunft tragen wird, in bester Weise. Herzlich willkommen zu all dem. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.